Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2. Das sind unsere Themen. Bergauf und bergab. Die Infektionszahlen steigen, der Immunschutz aber sinkt. Erwartet uns schon vor der Herbstwelle eine Sommerwelle? Die Virologin Dorothee von Lahr ist zu Gast. Richtungswechsel. Die EZB hebt den Leitzins in der Eurozone zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren. Eigentor, wieso Fußballer Martin Hinteregger mit Rechtsextremismusvorwürfen konfrontiert ist. Stetig aber doch gehen die Corona-Neuinfektionszahlen derzeit wieder in die Höhe. Geht es nach den Prognoserechnern, dann wird es auch noch eine Zeit lang so bleiben, trotz sommerlicher Temperaturen. 5.144 neue positive Tests sind seit gestern gemeldet worden und damit steigt auch der 7-Tage-Schnitt. Bereits seit 10 Tagen, er liegt knapp über 3.000. Und die Berechnungen zeigen einen Trend nach oben. Bis Mitte nächster Woche wird der Schnitt auf rund 4.000 positive Tests pro Tag ansteigen. Mit Verzögerung wird man das auch in den Krankenhäusern leicht spüren. Gleichzeitig sinkt die Zahl jener mit einem gültigen Impfzertifikat und auch das stetig, etwa weil sich einige die Auffrischungsimpfung nicht geholt haben. Anfang Juni liegt die Zahl bei 65%. Was bedeutet das nun für den Sommer und eine mögliche nächste Welle? Daniel Willinger berichtet. Es darf wieder gefeiert werden. Nach 2 Jahren Corona-Pause öffnet das Novarock, Österreichs größtes Rockfestival, wieder seine Tore. Ganz ohne Corona-Beschränkungen. Und auch sonst sind die Maßnahmen weitgehend aus dem Alltag verschwunden. Jetzt steigen die Ansteckungszahlen aber wieder. Verantwortlich dafür ist neben den Lockerungen der letzten Wochen vor allem die neue, ansteckendere Omikron-Variante BA5. Der Gesundheitsminister sieht angesichts steigender Zahlen derzeit noch keinen akuten Handlungsbedarf. Wir werden natürlich jetzt mit einer Dynamik leben müssen, die immer wieder Wellen produziert. Heißt für uns, wir werden einen Umgang finden müssen, mit Covid zu leben. Ein Lockdown sei nicht in Sicht, sehr wohl aber Maßnahmen für den Herbst. Allen voran die Maske dürfte dann wieder zum Begleiter werden. Auch die limitierten Gratistests soll es bis Jahresende geben. Vorläufig dürften die Fallzahlen jedenfalls weiter steigen. Bis zu 30.000 Fälle pro Tag könnte es im Sommer geben. Für den Modellrechner kommt die Welle nicht überraschend. Wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass über den Sommer dann die Infektionszahlen tendenziell wieder zum Steigen beginnen. Was Ähnliches müssen wir jetzt auch für diesen Sommer erwarten, mit dem großen Unterschied, dass wir schon von einem wesentlich höheren Niveau wegsteigen, als das in den letzten Jahren der Fall war. Eine Überlastung der Spitäler erwartet er derzeit aber nicht. Ob es im Herbst noch einmal eng wird, hängt auch vom Sommer ab. Paradoxerweise, wenn wir jetzt hohe Infektionszahlen im Sommer haben, heißt das dann, dass auch die Immunität wieder entsprechend höher ist, mit der wir dann in den Herbst gehen. Das heißt, je höher jetzt die Virusaktivität im Sommer ist, desto geringer oder desto niedriger kann dann die Herbstwelle ausfallen. Der beste Schutz sei jedenfalls die Impfung. Sie wirkt weiter gegen schwere Verläufe, betont der Gesundheitsminister und kündigt eine neue Impfkampagne an. Es gibt die Empfehlung für besonders vulnerable Gruppen, sich jetzt schon impfen zu lassen. Für alle anderen lautet die Empfehlung, nahe beim Herbst das zu tun. Dann könnte es auch einen neuen Omikron-Impfstoff geben. Der Hersteller Moderna meldet erste positive Studienergebnisse zu seinem angepassten Präparat. Die Prüfung der Daten und eine mögliche Zulassung dürften aber noch dauern. Schon jetzt fordert die niederösterreichische Ärztekammer mit Blick auf die angespannte Personalsituation im Gesundheitsbereich eine Lockerung oder Aufhebung der Quarantäne für symptomlose infizierte Personen. Ein solcher Schritt sei aktuell nicht geplant, heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Universitätsprofessorin Dorothee von Lahr, Virologin an der MedUni Innsbruck. Guten Abend. Guten Abend. Frau von Lahr, derzeit steigen die Infektionszahlen wieder. Die meisten, die sich boostern haben lassen, also sich einen dritten Stich geholt haben, bei denen liegt es jetzt auch schon wieder eine Weile zurück, ungefähr ein halbes Jahr oder auch schon länger. Kann man denn sagen, wer derzeit vor einer Infektion am besten geschützt ist? Am besten sind die geschützt, die geimpft und genesen sind. Also die geimpft waren und sich dann infiziert haben oder die vorher infiziert waren und dann sich hier haben impfen lassen. Also diese Mischung schützt am besten. Wieso kommt es dann aber trotzdem derzeit immer öfter zu Reinfektionen?
Ja, also es gibt natürlich Personen, die sind geimpft, genesen und haben sich wieder infiziert. Der Impfschutz, insbesondere nach der Omikron-Infektion im Januar, Februar, das war die BA1-Variante, der Immunschutz ist nicht sehr hoch. Diese Variante hat nicht sehr viele Antikörper hervorgerufen, sodass man dann keinen guten Schutz hat. Besseren Schutz macht BA2 wohl, das ist jetzt die aktuelle Omikron-Variante. Also diejenigen, die im Januar, Februar infiziert haben, davon haben viele nicht sehr hohe Antikörpertiter. Mit Blick auf BA5 hat der deutsche Virologe Christian Drosten angesichts der Entwicklung in Portugal sich heute etwas beunruhigt gezeigt. Dort ist nicht nur die Inzidenz wegen BA5 gestiegen zuletzt, sondern auch die Zahl der Toten. Beunruhigt Sie das mit dem Blick nach Portugal ebenfalls? Na gut, mit der Inzidenz wird auch bei einer niedrigen Mortalität auch immer die Zahl der Toten immer anteilsmäßig steigen. Wenn man sehr viele Infizierte hat, wird es natürlich auch mehr Personen geben, die versterben an der Infektion. Portugal hat eine sehr hohe Welle gehabt mit Inzidenzen von mehreren Tausend. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch in anderen europäischen Ländern wir jetzt nachziehen und eine Welle mit solchen Zahlen bekommen. Das kann aber momentan noch keiner vorhersagen. Es sieht so aus, als wenn die Infektion mit BA2, und da hatten wir ja in Österreich eine sehr prominente Welle, ganz gut vor BA5 schützt. Also wer möglicherweise eine starke BA2-Welle hat in Europa, macht vielleicht eine kleinere BA5-Welle durch jetzt im Sommer. Aber das sind alles Spekulationen, da müssen wir abwarten. Das heißt, es ist ein leicht optimistischer Blick für Österreich für diesen Sommer. Aber trotzdem wird ja deutlich weniger getestet. Und da gibt es auch ein geografisches Gefälle. In Wien und Niederösterreich wird noch mehr getestet. In den westlichen Bundesländern viel, viel weniger. Kann man derzeit überhaupt sagen, man hat einen Überblick über das Infektionsgeschehen, wenn so wenig Tests gemacht werden? Nein, sicherlich nicht ausreichend. Und man kann natürlich nicht ausschließen, dass die Tatsache, dass Wien, die jetzt die höchsten Inzidenzen hat, was jetzt die höchsten Inzidenzen hat, dass das gar nicht wirklich das Geschehen widerspiegelt, sondern dass das daran liegt, dass Wien einfach mehr testet als andere Bundesländer. Noch vor mehreren Wochen war Wien ja eigentlich bei denen mit den geringeren Inzidenzen. Also ich denke, die immer noch relativ gute Testaktivität in Wien könnte diese etwas höheren Inzidenzen in Wien erklären. Sollte es jetzt dann doch im Sommer zu höheren Infektionszahlen kommen, braucht es dann schon im Sommer wieder strengere Maßnahmen und nicht erst im Herbst, wie Gesundheitsminister Rauch das heute angekündigt hat? Naja, ich denke, die Maßnahme, die am wenigsten belastend ist, aber die doch sehr viel bringt, ist die Maske. Und ich kann nur empfehlen, dass man jetzt über den Sommer, insbesondere wenn man mit Menschen zusammen ist, die vielleicht vulnerabel sind, also älter oder Vorerkrankungen haben, dass man diese Maske einfach zum Schutz dieser Personen weiter trägt. Also nicht nur die Person selber, sondern auch die, mit denen umgehen, dass die einfach aus Rücksichtnahme auf diese Person die Maske auch im Sommer weiter tragen. Und die Masken werden sicherlich das Erste sein, was wiederkommt, wenn die Zahlen steigen. Braucht es darüber hinaus einen politischen Eingriff bei Maßnahmen? Nein, ich denke, parallel dazu sollte man eben doch sehen, dass man gerade bei den vulnerablen Personen jetzt demnächst anfängt mit den Boosterimpfungen, das zu forcieren und die Impflücken zu schließen. Ein großes Problem ist, dass wir überhaupt nicht wissen, wie groß eigentlich die Immunitätslücke ist in der Bevölkerung. Wir haben keine repräsentative Stichprobe, die mal untersucht worden ist auf die Durchseuchung der österreichischen Bevölkerung. Wir wissen gar nicht, ob wir wirklich ein Problem haben oder ob doch, wie in England, 99% der Menschen in Österreich vielleicht schon Antikörper haben, also einen gewissen Schutz vor schweren Verläufen haben und man deswegen gar nicht über die Impfung so viel mehr machen müsste. Bleiben wir dann noch bei dieser vierten Impfung. Da gibt es die Empfehlung von GEKO-Chefin Katharina Reich, Personen ab 65 und Risikogruppen schon vor dem Sommer jetzt noch, also vor der Hochsaison, mit dem vierten Stich zu versehen. Sollte man das wirklich jetzt schon machen oder sollte man nicht doch lieber auf einen angepassten Impfstoff, der ja für Herbst, den Frühherbst, Spätsommer angekündigt ist, sollte man nicht darauf warten?
Also diese Empfehlung kann ich nur unterstützen. Natürlich hängt es ein bisschen davon ab, wie viel man unter Menschen kommt und ob man noch zusätzliche Vorerkrankungen hat, wie dringend diese Empfehlung ist. Aber im Prinzip sollten Personen, die ein besonderes Risiko tragen, jetzt sich schon mit dem, also die vierte Impfung holen und nicht auf den angepassten Impfstoff warten. Diejenigen, die jünger sind, die gesund sind, die vielleicht zu Fuß zur Arbeit gehen und in einem Büro mit 2-3 Personen sitzen, die können sicherlich noch auf den angepassten Impfstoff warten. Da sehen ja die klinischen Daten sehr gut aus. Also ich persönlich werde auf den angepassten Impfstoff zum Beispiel im Herbst warten. Was kann man sich von diesem angepassten Impfstoff dann erwarten? Dass er einen vor einer Infektion dann auch längerfristig schützt? Kann man das mit Sicherheit sagen? Naja, er scheint bessere Antikörper gegen diese Fluchtvarianten zu machen, also gegen das Omikron-Virus. Ich glaube, es ist ja jetzt allgemein bekannt, dass der bisherige Impfstoff nicht so gut gegen Omikron geschützt hat. Und dieser neue Impfstoff ist eben an Omikron angepasst und macht einen besseren Schutz wohl gegen Omikron. Das ist anhand der Antikörper jetzt, sagt man das so vorher. Und ich denke, das ist auch ein relativ guter Parameter, mit dem man das ablesen kann. Glauben Sie, wird es im Herbst noch darum gehen, sich vor Omikron zu schützen? Oder könnte da dann nicht auch wieder eine neue Variante auf uns zukommen, wo dann der angepasste Impfstoff überhaupt nichts bringt? Das ist denkbar. Also momentan haben wir immer sozusagen Weiterentwicklung dieses Omikron-Typs mit BA1, BA2, BA5. Das sind alles Omikron-Typen, die aus demselben Ast sozusagen dieses Baums kommen. Aber es ist natürlich denkbar, dass da ein komplett neuer Spross wieder erwächst mit einer komplett neuen Variante, der ganz fremd ist zu Omikron und der gar nicht mehr verwandt ist damit und wo wir wieder ganz von vorne anfangen. Das ist denkbar. Aber im Moment sieht es so aus, als wenn Omikron doch sehr optimal ist und sich selber immer noch weiter optimiert und auch das Infektionsgeschehen weltweit dominiert. Wenn wir in den Herbst schauen, da hat die Ärztekammer Niederösterreich vorgeschlagen, dass symptomlose infizierte Personen nicht mehr isoliert werden sollen. Also da will man an den Quarantäneregeln rütteln. Glauben Sie, dass es in absehbarer Zeit zu einem Ende der Quarantänepflicht kommen wird? Das kann ich nicht vorhersagen, weil das ist eine politische Entscheidung. Ich finde eine Isolierungspflicht für Personen für 5 Tage, die krank sind, sinnvoll. Eine Quarantäne von Kontaktpersonen halte ich nicht mehr für sinnvoll. Sagt Dorothee von Laa in einem Interview, das wir am Abend aufgezeichnet haben. Ob sie sich für eine Impfung gegen Affenpocken ausspricht, das können Sie dann in der ungekürzten Version im ZIP2-Podcast nachhören. Seit Monaten steigen die Preise in ganz Europa massiv. Im Mai lag die Teuerung im Euroraum bei mehr als 8%. Das hat die Europäische Zentralbank zuletzt immer stärker unter Druck gebracht. Heute reagieren die Währungshüter und läuten das Ende der ultralockeren Geldpolitik ein. Die EZB beendet im Juli ihr milliardenschweres Anleihekaufprogramm und macht damit den Weg frei für die erste Zinserhöhung seit 11 Jahren. Der Leitzins in der Eurozone wird auf 0,25% angehoben. Die hohe Inflation dürfte das kurzfristig aber dennoch nicht senken. Der Einkauf im Supermarkt, der Treibstoff an der Zapfsäule oder das Gas für die Heizung. Die Preise sind zuletzt massiv gestiegen. Im Mai lag die Inflation in der Eurozone bei 8,1%, ein Rekord. Und weit weg vom Zielwert der Europäischen Zentralbank, der eigentlich bei 2% liegt. Nach langem Zögern reagiert die EZB jetzt mit der ersten Zinswende seit 11 Jahren. Seit 2011 ist der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken bei der EZB Geld leihen, nicht mehr angehoben worden. Und seit 2016 liegt er überhaupt auf einem Rekordtief von 0%. Im Juli wird er nun angehoben auf 0,25%. Ein weiterer Zinsschritt dürfte im September folgen. Die Erhöhung der Zinsen soll dabei helfen, die Inflation einzudämmen, sagt die EZB-Chefin am Nachmittag. Wir sind bereit, alle unsere flexiblen Instrumente anzupassen, wenn es hilft, dafür zu sorgen, dass sich die Inflation mittelfristig wieder bei unserem Ziel von 2% einpendelt.
Das werde im Euroraum aber erst in etwa 2 Jahren soweit sein. Für nächstes Jahr rechnet die EZB noch mit einer Inflation von 3,5%. 2024 sollen es dann 2,1% werden. Unmittelbar wirkt sich die Zinserhöhung im Juli also nicht auf die Teuerung aus. Es sei vielmehr ein Signal, sagt auch Ewald Nowotny, ehemaliges Mitglied im EZB-Rat und Ex-Gouverneur der österreichischen Nationalbank. Der derzeitige Gouverneur Robert Holzmann kann sich aus rechtlichen Gründen erst morgen äußern. Der Hauptaspekt ist der, dass die Inflationserwartungen, die ja sehr wichtig sind, sich damit in die richtige Richtung, nämlich in die stabile Richtung entwickeln. Der unmittelbare Effekt ist vergleichsweise kurzfristig geringer, längerfristig natürlich schon. Aber der kurzfristige Effekt ist vor allem dominiert von den Preisentwicklungen bei Energie und Rohstoffen. Für die EZB ist die Zinswende ein heikler Drahtseilakt, denn erhöht sie die Zinsen zu stark, könnte das die Wirtschaft wieder abwürgen. Man darf nicht vergessen, das ist jetzt das erste Mal seit 11 Jahren, dass die EZB Zinsen anhebt. Vor 11 Jahren hat sie ja mal Zinsen angehoben, hat das aber nach kurzer Zeit wieder rückgängig machen müssen, weil es eben zu große negative Effekte hatte. Also dieses Risiko will die EZB sicherlich diesmal nicht eingehen. Einen Effekt hat der Kurswechsel auch für Kreditnehmer. Die Zinsen für variable Kredite werden leicht steigen, aber mit diesem Zinsschritt in einem leistbaren Umfang, glaubt Nowotny. Wer Geld auf die Seite legt, darf umgekehrt auf höhere Zinsen am Sparbuch hoffen, sich aber nicht allzu viel erwarten. Fast 2 Millionen Euro Corona-Hilfe hat der Seniorenbund Oberösterreich als Verein vom sogenannten NPO-Fonds erhalten. Klar ist auch, dass man in Oberösterreich damit nicht allein war. Wie viele parteinahe Vereine darüber hinaus Geld und vor allem wie viel bekommen haben, das war bisher noch nicht geklärt. Nun zeigt allerdings eine parlamentarische Anfrage der NEOS an den zuständigen Vizekanzler Werner Kogler, dass die parteinahen Vereine, die Förderungen über diesen Fonds bezogen haben, ausschließlich ÖVP-nah sind. Seit der Dotierung des Fonds wurden 744,3 Millionen Euro an verschiedenste Non-Profit-Organisationen und Vereine ausbezahlt. Vor wenigen Tagen gab es eine schriftliche parlamentarische Anfrage der NEOS an Vizekanzler und zuständigen Minister Werner Kogler. Welche Vorfeldorganisationen der politischen Parteien haben, außer dem Oberösterreichischen Seniorenbund, in den anderen Bundesländern ebenso Zuschüsse aus dem Fonds bekommen? Die Antwort liegt im ORF vor und liest sich interessant. Der Tiroler Seniorenbund und Teilvereine haben 184.765 Euro bekommen. Zudem die Schülerunion Tirol 8.197 und die Aktionsgemeinschaft Innsbruck 5.337 Euro. Nummer 2 ist Kärnten. Der Kärntner Seniorenbund hat fast 51.000 Euro aus dem Unterstützungsfonds für Non-Profit-Organisationen bekommen. Platz 3 geht an Wien. Die Schülerunion Wien und Teilvereine haben 7.280 Euro und die Schülerunion Österreich 18.464 Euro Zuschuss bekommen. Auffällig dabei, es handelt sich nur um ÖVP-nahe Vereine. Das ist auch bei den hier nicht angeführten Corona-Zuschüssen für parteinahe Vereine in den restlichen Bundesländern der Fall. Das zuständige Ministerium prüft jetzt, ob diese Förderungen zurückbezahlt werden müssen, dass sie möglicherweise als unzulässige Parteienförderungen klassifiziert werden können. Von der ÖVP war heute Abend kein Statement zu bekommen. In Europa versuchen Drogenermittler beinahe wöchentlich mit Erfolgsmeldungen auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Erst vorgestern sind in Norditalien im Hafen von Triest mehr als 4 Tonnen Kokain aus Kolumbien in Südamerika beschlagnahmt worden. Einer der größten Schläge gegen den Drogenhandel in Europa. Angesichts der Tatsache, dass allein in Kolumbien pro Jahr etwa 2000 Tonnen Kokain produziert und exportiert werden, sind die Ermittlungserfolge der Drogenfahnder aber doch eher bescheiden. Rainer Mostbauer hat in Kolumbien einen Coca-Bauern und Kokainproduzenten getroffen, der so gar nicht in dem Klischee eines Schwerverbrechers entspricht. Kolumbien, 13 Mal so groß wie Österreich, ein Land der krassen sozialen Gegensätze. Kolumbien hat viel zu bieten, ist aber auch weltweit der Kokainproduzent Nummer 1. Die Regenwaldprovinz Putumayo im Süden an der Grenze zu Ecuador ist ein Hauptanbaugebiet für Coca-Pflanzen. Dort bin ich mit dem Coca-Bauer Rodrigo verabredet. Zunächst geht es mit dem Flugzeug aus der 8-Millionen-Metropole Bogotá rund 1,5 Stunden Richtung Süden. Nach einer ebenso langen Autofahrt ist es endlich soweit. Hola, buenos días, Rodrigo. Mucho gusto.
Weiter dann zu Fuß, eine Stunde später mitten im Regenwald, Rodrigos Haus. Hier wohnt der 41-Jährige mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Am nächsten Tag zeigt mir Rodrigo, der unerkannt bleiben möchte, seine etwa einen Hektar große Coca-Plantage. Rund ein Drittel der Pflanzen ist zerstört durch das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Vor einem Monat sind Soldaten mit Hubschraubern gekommen, haben sich abgeseilt und haben die Coca-Pflanzen hier mit Glyphosat besprüht. Sie haben mir gedroht, dass sie mich mitnehmen, wenn ich wieder Coca anbaue. Die Pflanzen hier sind jetzt komplett zerstört. Schau dir das an, total vertrocknet und abgestorben. Das etwa 10 Gehminuten entfernte Labor ist unentdeckt geblieben. Hier wird aus Coca-Blättern Coca-Paste hergestellt. Und die sogenannte Paste ist die Vorstufe für die Droge Kokain. Erwischen die kolumbianischen Behörden Rodrigo hier, dann droht ihm eine langjährige Haftstrafe. Er möchte, dass wir uns in seinem Labor möglichst kurz aufhalten und hat deshalb bereits am Vortag ein Fass voll mit zerkleinerten und mit Kalk und Benzin vermischten Coca-Blättern quasi angesetzt. Die gefährlichste Zutat, sagt Rodrigo, das ist Batteriesäure. Da muss man mit der Dosierung sehr vorsichtig sein. Rodrigo gilt in der Region als Experte. Stolz darauf ist er nicht. Meine Eltern sind arme Bauern. Schulausbildung haben sie mir keine finanzieren können. Ich habe mich also nach Alternativen umgeschaut, um überleben zu können. Das Leben am Land ist sehr hart. Ich war etwa 14, da hat mir ein Schwager beigebracht, wie man Coca-Paste macht. Reich ist er damit nicht geworden. Pro Jahr verarbeitet Rodrigo fast 2,5 Tonnen Coca-Blätter und produziert rund 4 Kilogramm Coca-Paste. Er verdient damit umgerechnet etwa 2000 Euro, weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Jahreseinkommens in Kolumbien. Das große Geld, das machen jene, die Rodrigos Paste in Speziallabors zu Kokainpulver weiterverarbeiten und dann unter anderem nach Europa schmuggeln und dort verkaufen. Wie ein erfolgreicher heimischer Fußballer den Fußball in seine Heimat holen wollte und die Geschäftspartnerwahl jetzt für Aufregung sorgt, gleich nach weiteren Meldungen vom Tag. Im Osten der Ukraine wird weiter von heftigen Kämpfen berichtet, vor allem um die Industriestadt Severodonetsk. Russland soll mittlerweile den Großteil der Stadt kontrollieren. Unterdessen haben prorussische Separatisten in Donetsk 3 ausländische Söldner aus Großbritannien und Marokko zum Tode verurteilt. Der Iran schränkt die Überwachung seiner Atomanlagen weiter ein. 27 Kameras der Internationalen Atomenergiebehörde werden abmontiert. Außerdem will Teheran sein Atomprogramm weiter hochfahren. Das vor 7 Jahren in Wien unterzeichnete Atomabkommen mit dem Iran steht damit vor dem Aus. Schwere Waldbrände toben zurzeit in Spanien an der bei Touristen beliebten Costa del Sol. Mehr als 3000 Menschen mussten bisher in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer war gestern Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Bei dem Hackerangriff in Kärnten wurden bisher 250 Gigabyte an Daten gestohlen. Das bestätigt heute Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser. Es handelt sich dabei zum Großteil um Daten von Mitgliedern der Landesregierung. Außerdem sollen 120 Reisepasskopien entwendet worden sein. Er ist einer der bekanntesten Fußballer Österreichs und hat gerade erst mit dem deutschen Verein Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen, Martin Hinteregger. Der Verteidiger ist heute aber selbst in die Defensive geraten. Ein Blogger hat aufgedeckt, dass Hinteregger gemeinsam mit einem Geschäftspartner, dem eine Nähe zum Rechtsextremismus vorgeworfen wird, eine GmbH gegründet hat, um ein Fußballfestival in seinem Kärntner Heimatort zu veranstalten. Martin Hinteregger war schon immer Stammgast in den Schlagzeilen. Bekannt für Party-Eskapaden, lockere Sprüche, ist er, der Österreicher mit dem Spitznamen Hinti, ein Liebling der Frankfurter Fans. Die heutigen Schlagzeilen in Deutschland dürften seine Beliebtheit aber schmälern. Hinteregger will nächste Woche ein Fußballfestival veranstalten, den Hinti Cup. Organisiert von der Hinti Event GmbH, die der Fußballer mit einer Gastronomin und Heinrich Sickel gegründet hat, wie der Blogger Michael Bonvalot berichtet.
Und die Familie Sickel ist keine Unbekannte in Österreich. Heinrich Sickel war ab 2018 Gemeinderat der Grazer FPÖ. Schon als Jugendlicher sei er Mitglied einer deutschen Neonazi-Organisation gewesen. Später unterstützte er die sogenannte Identitäre Bewegung. Seine Nähe zum Rechtsextremismus kostet ihn letztlich wohl das Amt. Die Grazer FPÖ stellt ihn im Vorjahr nicht wieder zur Gemeinderatswahl auf. Getrennt hat sich die Bundes-FPÖ auch von Sickels Mutter Elisabeth, die unter Schwarz-Blau 1 im Jahr 2000 nur für ein paar Monate Sozialministerin war. Ihr gehört das Schloss Albeck im Kärntner Sirnitz, wo nun Hintereggers Fußballfest stattfinden soll. In der Frankfurter Fanszene dürfte das nicht gut ankommen, sagt die Fußballexpertin. Weil Eintracht Frankfurt schon seit vielen Jahren, muss man sagen, sich sehr glaubhaft und sehr offensiv gegen Rechts, gegen Diskriminierung positioniert, und zwar wirklich vom Präsidenten Peter Fischer bis hinunter in die Fanbasis. Hinteregger selbst weist rechtsextremes Gedankengut heute von sich. Die Familie Sickel sei, wie auch seine Familie, im Kärntner Ort Sirnitz verwurzelt. Ich habe keine Kenntnisse über vergangene oder zukünftige Aktivitäten seitens der Familie Sickel. Ich möchte lediglich ein Fußballturnier stattfinden lassen. Und mehr nicht. Jegliche Geschäftsbeziehung zur Familie Sickel wird aufgrund des aktuellen Wissensstandes mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Heinrich Sickel selbst spricht von einem demokratiepolitischen Skandal und: Ich ziehe mich aus der Organisation des Hinti-Cups vollständig zurück, um Schaden abzuwenden, der von Hetzern angerichtet wird, die dieses fröhliche Fest und seinen Protagonisten nur dazu missbrauchen, um mich zu treffen. Ich glaube, das wird ihm sehr schaden. Also, und ich glaube, je nachdem, wie die Eintracht jetzt reagiert, könnte es auch dem Verein schaden, weil die Glaubwürdigkeit von solchen Positionierungen steht durch so etwas dann natürlich auch auf dem Spiel. Vom deutschen Verein heißt es, dass er eine klare Distanzierung von Hinteregger verlangt, aber auch keinen Zweifel habe, dass er zwar heimatverbunden, aber auch ein weltoffener und toleranter Charakter sei. Die Wetteraussichten jetzt von Vera Gruber. Teils intensiven Regen gab es heute und es hat abgekühlt. Auf den Bergen wurde es bis auf knapp unter 2000 Meter herunter winterlich. Trüb und nass starten wir auch morgen nochmal. Am meisten regnet es im Bergland von Salzburg ostwärts. Tagsüber lässt der Regen nach und mit kräftigem Wind lockert es auf. Länger sonnig wird es im Südwesten. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. Am Wochenende kehrt dann der Sommer zurück. Es gibt viel Sonnenschein. Wolkenfelder oder Quellwolken bleiben harmlos. Die Temperatur steigt deutlich. Am Sonntag wird es wieder sehr warm. Von allen Zuseherinnen und Zusehern via Dreisat darf ich mich jetzt verabschieden. Alles Liebe aus Wien. Und hier in OF2 geht es jetzt weiter mit Eko und Dieter Bornemann. Kommt die geplante CO2-Steuer statt im Juli erst im Herbst? Und was heißt das dann für die angekündigte Energiewende der türkis-grünen Regierung? Dann berichten wir über die Warnung der Vereinten Nationen, dass die Welt wegen fehlender Weizenexporte aus der Ukraine vor einer Hungerkatastrophe steht. Und wir zeigen, welche Auswirkungen der gestiegene Gaspreis auf Zeitungen, Druckereien und Papierfabriken hat. Jetzt gleich nach der ZIP 2 in Echo. Danke, Dieter. Wegen fehlendem Personal streichen Lufthansa und die Eurowings direkt im Juli hunderte Flüge. Wie können Passagiere damit umgehen? Dazu ist Gabriele Zubitsch von der Arbeiterkammer Wien zu Gast in der ZIP Nacht ab 22.52 Uhr in ORF 1. Und wir sind damit am Ende der ZIP 2. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.